Ein fahrbarer Magnetkran, der Schrottplatz-Klassiker. Gut, dass ich meine Zahnspange nicht mehr habe. Ein Stapel Autoschuhe. Also weil Reifen ja quasi die Schuhe vom Auto sind. Was denn? Ich fand den gut. Ein löchriger Einkaufswagen. Gebt mir etwas biegsames Metall und ich flicke ihn wieder. Oder gebt mir Antimaterie und ich... Ach, diese Möglichkeiten. Ein Entchen schwimmt gerade nicht auf dem See und hat kein Köpfchen in dem Wasser und kein Schwänzchen in der Höhe. Dafür Hunger. Quarkis Qualitätsentenfutter mit 20% weniger Rindenmulch als vergleichbares Entenfutter mit 20% mehr Rindenmulch. Diese Tür ist zu, das heißt, man kann sie nicht öffnen. Ja, ich glaube, Entenfutter könnte nützlich sein. Bitte? Was? Diese Anfrage ist mir zu kryptisch. Das ist mir statistisch gesehen unmöglich. Ich bitte dich, das macht man doch nicht. Zumindest nicht, wenn jemand zusieht. Ich kann die Handlung zurzeit nicht ausführen. Das geht so nicht. Bitte? Was? Diese Anfrage ist mir zu kryptisch. Das ist mir statistisch gesehen unmöglich. Ich bitte dich, das macht man doch nicht. Ich könnte jetzt die Funktion dieses Kranes in allen physikalischen Details erläutern. Aber ich passe mich dem Publikum an. Er funktioniert mit Magie. Eine Apparatur, die durch explosionsartige Verpuffung Projektile kinetisch beschleunigt. Kinetische Beschleunigung durch Verpuffung in Pulverform. Kann es wahr sein, ein DeLorean? Damit kann ich in der Zeit reisen. Und er hat Flügeltüren. Sehe ich da Bronzehörner? Eine Weiche. Eine Apparatur, die durch Explosion... Zumindest nicht, wenn jemand zusieht.
Ein Fluxkompensator, unentbehrlich für die Zeitreise. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann hast du die 80er verpasst. Ich wollte schon immer mal einen Fluxkompensator haben und ein Pony. Aus Stahl, das Lichtgeschwindigkeit reiten kann und Laser aus seinen Nüstern schießt. Man kann nicht alles haben, aber einen Fluxkompensator. Ein Fluxkompensator. Für jeden Retro-Zeitreisenden ein Must-Have. Eine Weiche. Ich kann die Handlung zurzeit nicht ausführen. Kabel, bunt. Flexible Stromtransportleitungen. Das geht so nicht. Bitte? Was? Diese Anfrage ist mir zu kryptisch. Das ist mir statistisch gesehen unmöglich. Einfach wie ein schwarzes Loch zu stopfen. Man braucht nur weniger Antimaterie. Und ein schwarzes Loch ist ja eigentlich... Egal, ich schweife ab. Dieser Gegenstand ist mir zu simpel. Ich bitte dich, das macht man doch nicht. Autoschuhe, was denn? Zumindest nicht, wenn jemand zusieht. Ich kann die Das geht so nicht. Aber was ist das? Ein Abdruck im Schlamm.
Die Enten sind gefangen! Dr. Bumblebee hat den Tag gerettet. Lass uns Bernd holen. Okay, Bernd, das Gelände sollte sicher sein. Sollte? Also gut. Wer hat meinen Kampferpel eingesperrt? Sollte das Gelände nicht sicher sein? Sollte. Was sicher ist, ist, dass Eisenbeißer Willi sehr sauer ist. Das reimt sich. Warum heißt er eigentlich Eisenbeißer? Was seid ihr eigentlich für komische Vögel? Vom Zirkus? Die Unmöglichen! 3, 2, 1! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück! Und wenn ich zuschlag, schlagt ihr auf den Boden. Guter Punkt. Macht, dass ihr hier wegkommt. Sonst klatscht es. Und zwar keinen Beifall. Ein Hebel. Was der wohl, hebelt? Ich glaube, dass der Mann mit den Eisenzähnen und dem unfreundlichen Wesen etwas dagegen haben könnte, wenn ich herumhebel.